Nun wird es mal Zeit, einige Sachen zu bereinigen, ja, die so nicht wahr waren, was ich euch gesagt habe, aus Versehen. Damit geht es erstmal mit den, eigentlich nur eins, muss ich jetzt mal sagen, mit den Unterwasserpilzen. Wo sind sie? Eieiei, sind die schon wieder weg? Ja, das sind dann nämlich doch keine Pilze gewesen. Ja, heute sieht man es wieder ganz schlecht, aber an einem ganz besonderen Tag war der Untergrund hier freigelegt und da habe ich gesehen, dass es höchstwahrscheinlich kleine alte Tomaten gewesen sind. Die Endnubbel von den Tomaten. Ne? Also so lang wachsen wirklich keine Pilze. Hier hinten steht immer noch einer, sehe ich gerade. So viel erstmal wieder zum Thema Nobody is Perfect. Ja, okay. Und anderen wird es vielleicht auch so gehen. Und jetzt liegt es mir am Herzen, denen zu helfen, wo ich sowas sehe. Tiefer als die Meereshöhe kann ich mit meinem Wasser nicht runterfallen. Meinst du es jetzt ernst, Harald? Oder wie meinst du das jetzt? Oder vielleicht bin ich da auch noch nicht auf dem richtig neuesten Stand. Ja, wäre ja fies, sich da über jemanden aufzuregen, wenn man es besser weiß, ne, anstatt dem zu helfen. Leute, die dieses Back-EMF-Verhalten da so ein bisschen durchleuchtet haben, die werden dann auch schon ein paar Fragezeichen haben und sich denken, ja, was soll denn das jetzt? Und seit 2012 gibt es ja jetzt nun diesen Re-EMF-Charger, den der René aus den Niederlanden konzipiert hat. Das ist eine Kombination aus Bedini-Prinzip und Schulteeth. Und er hat sich was dabei gedacht. Ne, indem er das so zusammengebastelt hat. Und wie genial diese einfache kleine Schaltung wirklich ist, ne, das versuche ich jetzt mal mit meiner Sichtweise, muss ich jetzt mal sagen. Ich hoffe mal, den René, den werde ich demnächst persönlich treffen. Er kann erst vielleicht nochmal bestätigen, zu erklären. Ne, und da spielt dieses, was der Harald nämlich jetzt gesagt hat, eine wichtige Rolle. Bei einer normalen Gleichstromladung bei einer 12-Volt-Batterie, die ungefähr bei 12 Volt ist, das ist die gestrichelte Linie hier, muss man meiner Erfahrung nach den sogenannten Berg überwinden, damit Ladung reingeht. Ne? Wenn man so eine 12-Volt-Batterie hat und hier mit 12,2 Volt oder 12,3 Volt rangeht, dann geht da nicht richtig Ladung rein. Ne? Das kann man stundenlang, tagelang dran lassen. Also sehr viel Leistung ist da nicht in der Batterie drin. Man muss dann wirklich diesen gewissen Berg überwinden von 1,5 bis 2 Volt, je nachdem wie fit so eine Batterie ist. Je fitter so eine Batterie ist, desto kleiner ist der Berg. Ne, bei Lithium-Batterien ist da zum Beispiel ganz, ganz gering, ne, aber ist trotzdem da, will ich mal behaupten. Und ja, wenn man mit Gleichstromladung hier über den Berg praktisch drüber kommt, dann zieht er hier praktisch die vollen Ampere, ne, je nachdem, wie viel Ampere dann das Netzteil hier liefert. Da ist dann nämlich auch die Gefahr, dass die Batterien überladen werden, weil du musst ja immer ein paar Volt mehr über der Spannung sein, was die Batterie eigentlich hat dann. Damit es dann eben gut funktioniert. Und ja, somit werden Batterien meistens dann totgekocht. Ne? Also diese im Auto sind ja Wechselrichter eingebaut von der Lichtmaschine. Ne? Die hauen dann immer so einen halben Stromberg praktisch rein. Die geben keine komplette Gleichspannung. Dann relativiert sich das alles wieder ein bisschen. Deshalb halten die im Auto meiner Meinung nach so lange. So, jetzt gibt es seit neuestem die sogenannten MPPT- oder Pulsweitenladegeräte, ne, die damit Mikrocontroller erkennen, bei welcher Spannung dein Akku ist und je nachdem, bei welcher Spannung dein Akku ist. Und dann machen sie auch eine kleine Entladung, so eine Delta, was weiß ich, Strecke, die dann erkennt, wie fit der Akku ist, indem sie mal eine kurze Entladung draufhauen zeitweise und der Mikrocontroller entscheidet dann, wie groß diese Strompakete sind, die über diesen Berg praktisch drüber kommen bei der Batterie und dann hier in die Batterie langsam reinsacken, sodass die Spannung der Batterie langsam steigt und voller wird. Ne, das ist heutzutage das Nonplusultra, das was so am meisten bekannt ist. Ne? Und jetzt geht es den meisten darum, wie ist das Mikrocontroller-Programm aufgebaut, wie intelligent ist das, wie erkennt er das. Ne, da hat er Phasen, dann entlädt er sie mal wieder kurz, dann lädt er sie mal wieder mit dem Strompaket, wieder mit anderen und da. Naja, Spielwiese offen, jeder kann sein Copyright unter sein Programm setzen, jeder kann behaupten, er hat das Beste. Nun haben wir alle miteinander, ich will da, doch ein Lippi muss ich schon mal rausheben, ne, weil dem habe ich dem Re-EMF-Charger eigentlich zu verdanken, dem Action for Free, der hat ihn gefunden,
Und ja, seitdem wir das Ding unter den Fittichen haben, ist eine ganz neue Welt eröffnet worden von Akkuladen. Jetzt kommen wir zum Back-EMF-Verfahren. Zum Re-EMF-Verfahren, der den Back-EMF mit optimal nutzt. Da haben wir wieder unseren Bereich zwischen 0 Volt und 15 Volt und nehmen jetzt noch den Bereich unterhalb des Meeresspiegels mit dazu, wenn man es mal so vergleichend in Metaphern ausdrücken mag. Und da geht es ja auch ganz schön weit runter. Ne? Hier so bis minus 200 Volt bin ich jetzt mal gegangen. Wie normal, ne, wenn wir jetzt Strom auf eine Spule draufgeben, steigt der Strom immer weiter. Ne, so, wenn wir so bis 15 Volt gehen, ist dann irgendwann halt die Spule gesättigt. Ne? Und an dem Punkt, wo sie gesättigt ist, wo nichts weiter reinpasst, an diesem optimalen Punkt wird dann abgeschalten. Bis auf 0. So. Jetzt ist der Strom ja aber trotzdem in der Spule drin, ne? Richtig dicht. So. Und jetzt wird der praktisch weitergesogen. Und dadurch er weitergesogen wird, ändert sich seine Polarität. Ne? Wenn man das Messgerät genauso dran lassen würde wie vorher, würde man jetzt minus 200 Volt messen, ganz kurzzeitig, aber halt nur ganz, ganz kurz. Weil genau dieselbe Fläche, die ja hier oben, ne, praktisch als Energie in die Spule reingegangen ist, wer weiß, wie weit das runtergeht, müsste ja jetzt dann wieder zurückfließen, ne, oder weiterfließen. Ne, halt nur mit einer anderen Polarität. Puh, wie kann man es ausdrücken? Wie eine Entladung kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ne, weil irgendwie... Es wirkt wie eine Entladung, aber trotzdem geht Energie rein. Also das ist jetzt blöd für mich hier auszudrücken. Vielleicht habt ihr da bessere Worte. Es klappt jedenfalls. Und von daher finde ich es nicht ganz so verkehrt zu behaupten, dass man Energie hin, die sonst... Ne, natürlich kann man die Energie auch andersweitig zwischenspeichern und dann wieder als Pluspol da reinschicken, aber wenn ich mir die Verluste angucke, ist das hier höchstwahrscheinlich viel effektiver und viel nützlicher, wenn es nebenbei die Batterien nicht mehr hochohmig macht und regeneriert. Ja, von daher sehe ich so, dass man Energie aus dem Untergrund holen kann. Hier links haben wir unsere Quellbatterie, über der Quellbatterie die Freilaufdiode. Dann so würde ich mal behaupten, die Hauptdiode in Flussrichtung. Dann habe ich keine Batterie eingezeichnet, wie es im normalen Schaltplan eigentlich ist, sondern so eine Art Superkondensator, ne, von 5 Kilofarad. Das müsste eigentlich für Anschauungszwecke auch reichen. Ansonsten ist dann hier drüben, habe ich einen Trafo genommen, ne, per Rittring mit Spule habe ich da nicht gefunden, aber die ganzen Werte für die Trafos kann man ja hier auch so Pi mal Daumen einstellen. Dann hier unten eine LED, ein 100 Ohm Widerstand, ein NPN-Transistor und eine Freilaufdiode über die Spule. Back-EMF-Diode, das müsste dann eigentlich die Back-EMF-Diode sein, die dann hier oben in den Superkondensator die Energie dann weiterleitet. Dann starten wir das ganze Ding mal. Wir sehen, der Superkondensator frisst sich voll, der Strom wird immer größer, die Hauptdiode in Flussrichtung wird auch immer mehr belastet. Ne, je länger das praktisch läuft und unsere Powerspule im Ferrit wird auch immer mehr unter Last gesetzt und der Strom darin steigt auch immer mehr und immer mehr an, bis dann irgendwann die Sättigung erreicht ist. Wenn die Sättigung erreicht ist, das ist dann der Punkt, wo sich die Polarität tauscht,
aus einem Druck wird ein Sog. Ne? Die restlichen Elektronen werden weiter in die Batterie gesogen, ohne dass die Batterie eine Belastung erfährt. Ja, sie wirkt, es klingt blöd, es wirkt in dem Moment so, als ob sie entlädt. So geht's momentan in meinem Kopf herum. Das ist der Punkt, wo der Untergrund zum Wirken kommt, ne? Wo aus dem Druck ein Sog wird. So schaut's nur in der Praxis aus. Dank Dieter, der die Kombination mit Higbedini und Re-EMF haben wollte, kann ich euch das jetzt so hier zeigen. Hier in der Mitte ist die Spule, ne, wo praktisch der Back-EMF entsteht, ne, wo es dann in den Akku gesogen wird, beim zweiten Teil, so wie ihr vorhin gesehen habt. Ja, das ist momentan noch der Modus im Schatten. Ne, wir ziehen am Eingang um die 200 mA, 190 mA. Ne, der Bedini-Lüfter zieht momentan hier das meiste, meiner Meinung nach. Der ist dafür da, hier oben den Kondi voll zu pulsen und dieses Relais dann durchzuschalten. Weil nur mit Lüftung darf dann nämlich betrieben werden. Das ist jetzt der Hintergrund dafür. Ne? Ja, wenn das dann mal geschalten hat, das Relais, und hält, dann bringt er die Spannung, die dann noch übrig ist, also die Energie, die dann noch übrig ist, auf den Re-EMF-Charger, und der haut dann in den Akku rein. Ja, wie gesagt, momentan ist das Panel noch im Schatten. Ich bin gespannt, wie es dann ausschaut, wenn die Sonne richtig drauf knallt. Ich weiß es nicht, das ist, glaube ich, ein 30 Watt Panel, wenn ich mich nicht irre. Tja, aber für Schattenbetrieb? Bin ich schon mal verblüfft, dass das Relais hier oben hält und sogar noch Restenergie durchgeschleift werden kann. Und die Batterie wenigstens ein ganz kleines bisschen geladen wird. Tja, selbst wenn hier nur 40 mA dran stehen, 50 mA, steigt es immer mehr. Geht die Ladung hier wirklich rein? Im Gegensatz zu den nur Pluspuls-Ladegeräten. Na, ihr wisst schon. So, das ist praktisch der Modus mit einem 30 Watt Panel, wenn es in der Sonne ist. Hier sehen wir 1,06 Ampere, haut es in den Akku, so im Mittel. Ne? Und am Eingang ziehen wir das hier. Ja, der Rest geht flöten über den Bedini-Lüfter, also kann man hier getrost sagen, schon 99% Wirkungsgrad mit einem Schmunzeln.